Sie kommt aus gutem Hause, aufgewachsen in Wien und Paris, Abitur in Hamburg und die jüngste Sexaffäre von Dieter Bohlen, die Perserin Janina. Uns erzählt sie, warum der Popstar exotische Frauen so sehr liebt. Und noch ein Seitensprung, die schöne Russin Anna, 19-jährige Stripperin aus Moskau. Auch mit ihr soll Dieter Bohlen eine Sexaffäre gehabt haben. Was ist dran an diesem Mann? Hat er wirklich so viel Sexappeal? Er ist sehr gepflegt und hat schon einen guten Körper. Warum kann er bloß nicht treu sein? Bett und Herd scheint er strikt zu trennen. Ins Bett geht er mit vielen, in sein Haus lässt er nur eine Nadel. Hier ist alles sauber hier. Sag bloß, was macht Nadel wirklich? Ja, klar. Popstar Dieter Bohlen ist nur ein Beispiel. Das Syndrom, nicht treu sein zu können, kennen auch viele andere Prominente. Schauspieler Fritz Wepper sorgt mit seinen Affären immer wieder für Schlagzeilen. Michael Douglas outete sich als sexsüchtig. Und Sänger Julio Iglesias gilt schlicht als bindungsunfähig. Warum fällt es Männern so schwer, der Fleischeslust zu widerstehen? Und warum fällt der Seitensprung so leicht? RTL exklusiv geht auf Spurensuche. Janina ist für wenige Tage die bekannteste Verkäuferin Deutschlands geworden. Ihren sündigen Lippen ist der Pop-Papst Dieter Bohlen zur Mittagszeit in einer exklusiven Boutique erlegen. Während er bis heute nicht dabei gewesen sein will, sagt Janina, doch, wir haben es auf einem Tisch getan. Das ist schon richtig, dass das ein Tisch war. Und das war auch nicht ein Teppichladen, das war sondern ein Pausenräume, wo die Mitarbeiterin hat ihr Pause machen. Und ja, in dem Moment haben wir beide nicht damit gerechnet, dass jetzt irgendjemand hochkommt. Das war ein bisschen unglücklich. Ein Kollege von Janina war unerbetener Zeuge des bunten Treibens in der Edelboutique geworden. Dass es gerade ein mehr oder weniger öffentlicher Raum sein musste, wo Dieter Bohlen zum Seitensprung ausholte, legt natürlich die Frage nach seinen Vorlieben nahe. Haben Sie sich in dem Moment geschämt oder haben Sie ein Faible für ungewöhnliche Orte, an denen man Sex hat? Fable schon, aber peinlich war das natürlich. Mhm. Und Dieter, war es ihm peinlich in dem Moment? Weiß ich nicht, den Eindruck hatte ich nicht ganz so. Diese Pauseneinlage könnte aber noch peinliche Folgen haben für Strahlemann Dieter Bohlen. Vielleicht hat er sich diesmal verhoben. Das meint zumindest der Anwalt des Ladenbesitzers, der hat Klage wegen Hausfriedensbruchs eingereicht. Die Folgen des Pausenquickies für sie war die Entlassung. Das macht ihr aber gar nichts, denn sie begnügt sich sowieso mit der Rolle der anspruchslosen Geliebten. Das hängt vielleicht mit meinem Charakter zusammen. Ich bin eine sehr starke Frau und ich habe auch, mich stören ein paar Sachen nicht, was vielleicht viele andere Frauen stören würde. So aber dann sind sie quasi die perfekte Geliebte, weil genau das hat man ja dann auch zu erfüllen. Dass man eben nicht jammert, dass man nicht traurig ist, dass man nicht bettelt. Ja, so wie man es sehen möchte. Mhm. Und zu Hause, da gibt sich Dieter als Patriarch. Ja, willst du erst noch einen Kaffee trinken? Ich trinke einen Kaffee. Ja, oder du kannst auch einen Tee haben. Nur Tee mal auch nicht, wir können gleich ins Fitness gehen. Ja. Hausbesuch beim Popstar von RTL exklusiv vor 3 Jahren. Die Rollen sind klar verteilt, wir fragen nach. Hast du eine Putzfrau oder hast du keine Putzfrau? Ich habe keine. Warum nicht? Hier ist alles sauber hier. Sag bloß, was macht Nadel wirklich? Ja, klar. Also, das ist ein bisschen viel Arbeit? Nein, wir sind hier ja nie. Und wenn die Leute so nett sind wie ihr, die sich sogar noch ihre Schuhe ausziehen, dann gibt es ja auch keinen Dreck. Und Nadja macht vielleicht, putzt vielleicht am Tag, sagen wir mal, eine Stunde. Und wir sind ja beide ganz alleine hier. Und da macht ja keiner irgendwie Dreck. Und sie passt immer auf und ich passe auf. Vor allem passt Dieter auf, dass die Versorgungslage stimmt. Und da kann er richtig kleinlich sein und lässt sich auf keine Kompromisse ein. Und Nadel, sie fügt sich scheinbar. Dieter würde zum Beispiel nie im Haushalt irgendwas machen. Geschweige denn irgendwie kochen, putzen, etc. Also das ist alles so für ihn Frauensache und Männer, die müssen eben das Geld dran schaffen und die Frau, die gehört im Haus und die muss eben fürs Haus zuständig sein. Ne? Nicht so ordentlich gibt sich Dieter, wenn er unterwegs ist. Dann ist er äußerst kontaktfreudig. Nach einem Konzert in Moskau lernte er die Striptease-Tänzerin Anna kennen. In diesem Club mitten im Stadtzentrum war er so begeistert von ihren Qualitäten, dass er sie gleich einlud, ihn zu begleiten. Für den Rest der Tournee durch Russland soll Anna seine Geliebte gewesen sein, behauptet die Striptease-Tänzerin und präsentiert diese Fotos. Umringt von attraktiven jungen Damen sehen wir einen fröhlichen und lebenslustigen Dieter Bohlen. Er hat offenbar etwas, was andere nicht haben. Das bemerkte Anna
auf den ersten Blick. Als er hier in unserem Club zu Besuch war, bin ich sofort auf ihn aufmerksam geworden und als ich getanzt habe, merkte ich nach kurzer Zeit, dass er sich auch für mich interessierte. Natürlich fühlt man sich geschmeichelt, wenn man einen so berühmten Mann wie ihn kennenlernt. Sogar die altehrwürdige Pravda, zu Deutsch die Wahrheit, berichtete über dieses märchenhafte Zusammentreffen zwischen Dieter, dem Popkönig, und Anna, der Tänzerin. Während der Tournee soll Anna Dieters ständige Begleiterin gewesen sein. Miteinander reden konnten sie nicht, da weder er Russisch noch sie Deutsch spricht. Bei einem Konzert in Minsk zum Beispiel sind wir nicht ausgegangen, sind die ganze Zeit nur im Hotel geblieben. Telefonisch haben wir jetzt immer noch Kontakt. Er hat mich eingeladen nach Deutschland, aber mein Reisepass ist abgelaufen. Wenn ich einen neuen habe, fahre ich sofort hin. Wie nahe sich die beiden wirklich gekommen sind und wie viele Bräute er in wie vielen Häfen noch sitzen hat, das weiß nur Dieter Bohlen selbst. In einem früheren Interview zeigte er sich jedenfalls offenherzig. Wenn wir auf Tour sind oder so und wir wollen dann manchmal unseren Fun haben, weil wir vielleicht müde und wer weiß was sind, dann lass die doch dann mal auf den Tisch tanzen oder so. Ist okay. Da habe ich auch nichts dagegen oder so. Und wenn die sich da ausziehen wollen, lass die sich auch ausziehen. Das war lustig. Das finde ich lustig. Das Alpha-Männchen-Phänomen, das kennen auch andere Herren. Julio Iglesias hat nach eigener Erzählung mit mindestens 3000 Damen geschlafen. Das Wort Treue entstammt für ihn dem letzten Jahrhundert. Michael Douglas machte extra eine Therapie gegen seine Sucht auf ständige Abwechslung. Auch der Münchner Schauspieler Fritz Wepper kann es nicht lassen. Obwohl er bereits seit vielen Jahren verheiratet ist, immer wieder Seitensprünge, Schlagzeilen. Die Lust, die Suche nach Frauen, es sich selbst beweisen, dass man begehrt ist. Janina war für Dieter Bohlen eine Versuchung, der er nicht widerstehen konnte. Janina lernte Dieter Bohlen in einer Diskothek kennen. Das ist jetzt bereits 2 Jahre her. Sie sagt, der erste Kontakt ging gar nicht von mir aus. Ich war anfangs überhaupt nicht daran interessiert, einen 25 Jahre älteren Mann kennenzulernen. Er hat mich angesprochen und ich hatte eigentlich gar kein Interesse dran am Anfang. Und dann, wo ich dann zum zweiten Mal da war, kam er an mit seinem Freund und hat er mich wieder angesprochen. Ja, fand ich ganz süß und meine Freundin meinte, so sei doch nett zu ihm und ist okay. Und naja, so hat sich das ergeben, ne? So wurde aus dem Interesse Liebe. Dass Dieter ein Popstar und ein vielfacher Millionär ist, das, so sagt sie, war ihr gar nicht so wichtig. Ich habe jetzt irgendwie keine Hintergedanken gehabt, dass ich jetzt denke, oh, jetzt er ist jetzt, weiß ich nicht, Plattenmillionär oder der ist halt Dieter Bohlen. An sowas habe ich nie gedacht. Ich habe einfach meinen Spaß mit denen gehabt. Nadel! Alle Welt wundert sich jetzt, wie kann eine Frau wie Nadel weiter an Dieter festhalten? Nachdem der Pausenquickie mit Janina bekannt geworden war, hatte Nadel kurzzeitig die gemeinsame Villa verlassen und ist wieder zurückgekommen. Das Maß ist scheinbar immer noch nicht voll. Dass Dieter mich heiraten wird und dass wir doch vielleicht 1 oder 2 Kinder, da brauchst du gar nicht so zu kriegen. Aber eins kommt, das hast du mir versprochen. Nein, habe ich das versprochen. Und, das hast du mir schon ewig versprochen. 11 gemeinsame Jahre. Verbinden die vielleicht auch über jeden Schmerz und jede Verletzung hinweg? Die Nähe des gewohnten Partners, die gemeinsamen Erinnerungen an schöne wie an harte Zeiten und das immer größer werdende Verständnis für die Fehler des anderen. Will da eine Frau wie Nadel die Wahrheit nicht sehen? Ich bin unglücklich, unzufrieden, unausgeglichen. Ja, eben ganz, also ganz widerlicher Mensch bin ich. Ja, zwar. Ach Quatsch. Ja, nicht ach Quatsch, das ist so. Ich bin total unausgeglichen. Und traurig. Ich bin also, frage meine Freundin, ich laufe 95% der Zeit, 99% der Zeit rum und bin traurig. Das ist so. Ich kann jetzt ja im Moment nicht traurig sein, weil ich bin ja abgelenkt. Ich arbeite ja im Moment. Aber wenn ich Zeit habe, anders muss ich sagen, wenn ich Zeit habe, um nachzudenken, laufe ich hier traurig rum. Wenn er mit Nadel zusammen ist, gibt er sich stets in vertrauter Zweisamkeit. Er besteht aber auf seine regelmäßigen Ausflüge mit seinen Männerfreunden. Was da passiert, erzählt er ihr natürlich nicht. Er wiegt sie in Sicherheit. Wenn ich nicht dabei bin, ist die da ganz anderer, als wenn du dabei bist. Und so ungefähr fragen sie immer, oh, Nadel, du bleibst doch zu Hause, ne? Also wir gehen heute mal so, okay, dann. Ja, und dann habe ich gesagt, frage ich selbst auch Dieter, wie ist er anders? Dieter sagt, er ist normal, aber es ist natürlich so, dass da können sie natürlich mehr lästern. Die können mehr lästern, Männer zusammen, was sie über anderen sagen. Ja, wenn ich dabei bin, haben sie natürlich Hemmungen. Ja, und, ja, das ist ja, aber so. Wir stehen dann natürlich klar, und dann kommt eine vorbei, oh, guck mal, den fetten Arsch in dem kleinen Rock und so, was die Männer so sagen, so.
Und da lästern wir natürlich immer und so. Das stimmt schon. Und wenn eine Frau natürlich dabei ist, dann benehmen wir uns natürlich ganz ausgezeichnet. Oder man kann auch andere Frauen besser anbaggern. Das machen wir ja nie. Dass er es doch macht und immer wieder, das weiß sie. Dieter Bohlen hat Janina jetzt seit 2 Jahren mal mehr, mal weniger versteckt getroffen. Wenn es nicht in der Boutique war, dann nahm er sie auch gerne zu Wochenendtrips mit. Dass sie zusammengehören, das durfte keiner sehen, aber jeder konnte es wissen, nur Nadel nicht. Darunter, dass sie ihren Dieter nur ab und zu sehen durfte, darunter litt Janina nicht, denn er hatte ja immer ein geeignetes Versprechen parat. Am Anfang, wo wir uns kennengelernt haben, hat er mir natürlich ein Angebot gemacht, oh, das kann ich, kannst du auch Moderatorin werden und sowas hat er gesagt und darauf bin ich auch noch gar nicht eingegangen, weil ich meine, ich wollte einfach meine Ruhe haben und einfach diese Beziehung genießen. Der Genuss hat mit den Schlagzeilen vom Pausensex erst einmal ein Ende gefunden. Funkstille zwischen dem Popmillionär und der arbeitslosen Verkäuferin. Für Janina aber kein Grund, die Beziehung jetzt als gescheitert anzusehen. Die Zeit, die sie mit Dieter gehabt hat, lässt sie sich auch jetzt nicht durch den Rummel um ihre Person vermiesen. Sie ist überzeugt, er hatte echte Gefühle für mich und sie weiß vor allem eins, meine Gefühle waren tief und ehrlich. Was würden Sie sagen im Nachhinein? Waren Sie verliebt in Dieter? Lieben Sie Dieter? Haben Sie Dieter geliebt? Wie würden Sie das Verhältnis zu ihm beschreiben? Verliebt war ich natürlich, aber ich mag ihn auch immer noch sehr gerne. Muss ich ehrlich sagen. Mhm. Sie strahlen auch so, als wären Sie verliebt. Sie wirken jetzt nicht so, als seien Sie sauer auf den Mann. Ich meine, ich habe auch keinen Grund, jetzt sauer auf ihn zu sein, weil damit haben wir beide nicht zu tun gehabt, was jetzt momentan so in der Presse war und das wollten wir auch nicht. Wie hin und her gerissen Dieter Bohlen auch immer sein mag und wie sehr er auch immer das Glück bei Frauen sucht, eines steht bei ihm offenbar immer im Mittelpunkt, Sex. Sie sagen, Sie haben extrem viel Spaß mit ihm gehabt. Ich verstehe darunter durchaus auch Sex. Ist der Mann eine Granate im Bett? Ja.